In der jetzigen Fummelei, ihr seht, ich habe schon wieder was vorbereitet, geht es zum einen um die Zündkerzen. Die werde ich wechseln gegen NGK Iridium. Da habe ich auch schon was in meinen anderen Videos zu erzählt. Dazu muss die ganze Maschine auseinander. Die Airbox muss runter, damit man hier vorne an die Zündspulen kommt und auch an die Zündstecke. Und da ich ja jetzt sowieso schon so weit bin, habe ich mir noch ein anderes Gimmick gekauft. Also ich mache jetzt 2 in 1. Hier gibt es noch einen Quickshifter. Das hier ist der Quickshifter Easy Smart Tech for Your Ride IQS E1 von Hilt Tech Electronics. So sieht das Ding aus. Das ist das ganze Ding. Das wird irgendwo hier hinten sicher verpackt. Dann gibt es hier einen Druck- und Zugsensor. Der muss ans Schaltgestänge, das ist der hier. Der wird dann auch nachher noch damit verbunden. Hier ist der Sensor. So sieht das Ding aus. Und den eigentlichen Kabelbaum muss man dann spezifisch bestellen. Also für die Japaner, also Honda, Yamaha und Kawa, passt das wohl universal, habe ich mir sagen lassen. Das sieht dann so aus. Für die Suzuki braucht man einen extra Kabelbaum. Also dieses Teil muss dann anders da sein. Und was gibt es noch zu sagen? Guckt, dass ihr einen Quickshifter nimmt, der die Zündung unterbricht, also vorne auf die Zündspulen kommt und nicht die Einspritzung. Ne? Das ist besser fürs Getriebe. Ja, es gibt hier diesen Quickshifter Easy von Hiltech, der ist mit Bluetooth verbunden, so dass ich das dann über die App steuern und einstellen kann. Und wie genau das aussieht, das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Jetzt geht es erstmal rein um Zündkerzen wechseln und den mechanischen Verbau. Dazu müsste ein Stück hier vorkommen. Jetzt machen wir erstmal den langweiligen Teil. Die Zündstecke hier müssen alle ab. Die Zündspulen müssen alle raus. Die erste und die vierte gehen da ein bisschen scheiße rein und raus. Da ist ein bisschen der Rahmen hier im Weg. Und was auch ein bisschen doof ist, ist, man kommt relativ schlecht außen dran. Deswegen habe ich mir einen Zündkerzenstecker gebastelt, der abgeschnittene Arme hat. Der ist also kürzer. Und damit komme ich da auch besser in die Kanten rein und raus. Ja, ich werde die jetzt nicht wegschmeißen, die ich hier ausbaue, sondern das werden meine Ersatzkerzen werden. Das letzte Mal hatte nämlich niemand Ersatzkerzen dabei. Das war echt saublöd. Da habe ich von einem netten Schweizer welche bekommen. Also eine bekommen. Die haben wir ja ausgebaut vor Ort. Das war echt super praktisch. Die kommen jetzt erstmal an die Seite. Ich baue jetzt erstmal alle 4 Kerzen aus und baue die Kerzen wieder ein und dann geht's weiter. Also Kerzen ein- und ausbauen gibt es ein eigenes Video zu. Heute gibt es ja hier diesen Roundhouse-Kick, sag ich mal, von allem etwas. Jetzt habe ich ja meine 4 neuen, die werde ich jetzt auch ein bisschen pfleglich behandeln, die Verpackungen hier. Wie gesagt, da kommen dann die alten gleich wieder rein, damit ich ein Aufbewahrungsbehältnis auch habe. Ich zeige euch jetzt mal hier ein bisschen kurz den Unterschied. Und bevor man die einbaut, muss hier an dem da die Kappe noch ab. Sondern die Dinger kommen jetzt einfach ganz flott wieder da rein. Das gibt es auch alles bei Google nachzulesen oder in einem meiner anderen Videos. Ne? Nur nach jedem Rausziehen kontrollieren, ob der Gummi noch im Zündkerzenschlüssel ist. Das wäre doof, wenn der drin steckt. Wenn ihr jetzt allerdings nicht nur Zündkerzen tauschen wollt, sondern auch einen Quickshifter einbauen wollt, braucht ihr den Kabelbaum von Quickshifter gleich. Quickshifter Kabelbaum. Es gibt am Quickshifter Kabelbaum hier eins mit einem roten Punkt. Das geht auf Zylinder 1. 1, 3, 2, 4. So ist es geschaltet. Und bei den anderen sieht man anhand der Kabellänge, was wohin geht. Also das rote ist das kurze, das kommt dann auf den ersten mit dem Motorrad zusammen, mit dem Zündstecker zusammen. Dann das zweite hier mit dem Motorrad zusammen, dann das zweite Kabel. Man sieht schon, der rechte ist ein bisschen länger für den vierten. Ne? Man sieht auch schon anhand der Kabel, dass das Ganze bitte rechts rum verlegt werden möchte. Ne? Das ist ziemlich, ich sag mal, einfach durchleuchtet. In Anführungszeichen idiotensicher. Dann braucht ihr noch einen Massepunkt, damit das auch funktioniert. Einen Massepunkt muss ich nur gerade mal suchen.
wo wir den am besten abnehmen. Das sollte nach Möglichkeit nicht an die Batterie. Hier ist ein Massepunkt. Da kann man es mit drauf schließen, direkt am Motor, hier oben. Deswegen ist das Kabel auch weiter hier oben. Ne? Dazu brauchen wir dann eine Ratsche. Nochmal aus der Nähe, das ist auch sehr. Ne? Zündspule 1, 4, 2, 3, so rum, Entschuldigung. Das Ganze wird hier mit den Steckern verbunden. Das Ganze muss dann hier rüber laufen. Und hier, da aus dem Bild, hier ist ein Massepunkt, ne, an meinem Motorrad jetzt. An anderen Motorrädern wird wohl an ähnlicher Stelle auch ein Massepunkt sein. Jetzt hoffen wir nur, dass die Schraube auch hier durch das Käbelchen passt. Ja, tut sie. Da. Und dann kommt der Massepunkt da auch wieder drauf. Den Massepunkt auch wieder handfest anziehen, ne? Nicht übertreiben, nach fest kommt ab. So, dann habe ich das Kabel hier unten drunter durchgezogen, das guckt dann da wieder raus. Dann brauche ich meinen Handschuh und dann bauen wir die ganze Kiste wieder zusammen. So, jetzt habe ich ja immer noch hier mein Kabel. Das ziehen wir jetzt noch nach mit hier oben. Das muss also da auch noch irgendwie dazu und durch überhaupt. Dazu mache ich am besten die Brücke nochmal groß. Das fest, ne? Jetzt ist hier mein Kabel, so, hier oben kann ich dann den Quickshifter mit verbinden, da kriegt er dann auch Strom über die Einspritzung, über die Zündung vorne mit, dann sollte er normalerweise, wenn man es anmacht, leuchten, das tut er auch, also ist das schon mal schick. Und dann gibt es noch diesen weiteren Anschluss hier und dieser weitere Anschluss ist dann für den Sensor. Hier ist noch ein Klebepad, was mal geklebt hat, jetzt aber nicht mehr, ne? Damit man den noch ein bisschen verstauen kann. Ich mache hier vorne jetzt noch einen Kabelbinder drum. Und da bei mir sowieso schon wenig bis kein Platz vorhanden ist, kommt der Quickshifter einfach hier mit dazu. Da baumelt er dann auch nicht rum. Da habe ich jetzt absolut null Sorge damit, dass da irgendwas passiert. Ja, der wohl zweitspannendste Part neben dem Einstellen ist hier die Montage von dem Sensor. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Sensor zu montieren. Hier, hier, da oder da. Je nachdem, der Sensor kann eingestellt werden für Druck und Zug. Und es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie locker oder wie fest ist hier diese ganze Klumperage. Ich werde jetzt versuchen, den Sensor hier vorne einzustellen, zu stecken, dass der Head hier so draufsteckt. Dann kann ich nämlich das Kabel versuchen, auch hier, hier innen, hier hoch, hier rüber, also nochmal ein bisschen weiter weg, dass ihr es auch seht. Den Sensor von hier unten, hier hoch, hier rein, am Rahmen hoch, hier hinter, bis zum, also hier, bis hier hinter, wo dann der eigentliche Quickshifter Steuereinheit sitzt, dass das verlegt wird, dass das sauber aussieht nachher. Ich versuche jetzt erst einmal hier das Spiel, was hier noch besteht, dass ich das noch minimieren kann. Weil alles, was hier irgendwie vibriert, kann zu Indifferenzen führen am Sensor. Hoffen wir jetzt auch, dass die Schraube lang genug ist. Dann kommt es darauf an, der Sensor darf nicht über eine gewisse Newtonmeterzahl festgezurrt werden. Also die ist schon mal zu kurz, die Schraube. Brauchen wir eine längere. Ansonsten würdet ihr den Sensor nämlich zerquetschen. So, mit längerer Schraube. Der Sensor dann damit dazu. Ich mache das alles jetzt, dann habe ich nämlich in Chennevier noch Zeit zum Spielen, Einstellen und so weiter. Und habe dann hoffentlich in Most Ruhe. Und dann sollte das Ganze nicht mehr mit mehr wie, ich glaube, 8 Newtonmeter angezogen werden. Also das ist gar nicht so viel. Ich mache das mit Absicht so ein bisschen nach außen, denke ich mal. Ne, noch ein bisschen nach oben werde ich es schieben. Da ist jetzt wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Dann kommt der mit hier hoch. Natürlich mit ausreichend Spiel, aber nicht zu viel Spiel. Jetzt kommt da oben Benzin raus, das ist auch cool. Muss dann hier noch hochverlegt werden, was ja auch das kleinste Problem darstellt. Wie gesagt, der Sensor ist da eigentlich neben dem Einstellen der heikelste Teil. Weil er sollte auch so montiert sein, dass er nicht am Antrieb nachher hängen bleibt und kaputt geht, ne? Das heißt, man muss sich hier schon ein bisschen Gedanken machen, wo und wie man das Ganze
da zuverlässig verlegt. Jetzt mal frei, nicht zu zeigen, da kommt das Kabel raus, geht hier rüber, ne? Da, 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 hier, 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 bis hier zum Quickshifter.